Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfesttage gut überstanden. Ja, Freunde, Weihnachten ist vorbei und nun ist es auch mal wieder an der Zeit, dass ich mich mit einem neuen Video zurückmelde. Ich habe die letzten zwei Tage ja so ein bisschen videotechnisch und streamtechnisch Pause gemacht. Und jetzt sind wir auf jeden Fall zurück mit einem neuen Video und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den WeEvil kostenlos in GTA Online bekommen könnt. Freunde, ich wollte das ganze Video schon am Heiligabend für euch hochladen, aber ja, dann habe ich lieber Zeit mit der Familie verbracht, sage ich euch so, wie es ist, und deshalb kommt das Video heute erst. Trotzdem, Freunde, wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr den bekommen könnt und euch das Ganze hier gefällt, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video ruhig mit euren Freunden da draußen, wenn die das auch noch nicht wissen sollten. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen, folgt mir auf Instagram. WFG_YT. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt in das eigentliche Video rein. Also, let's go! So, Freunde, seid ihr jetzt nun in irgendeiner x-beliebigen Lobby in GTA Online, dann solltet ihr euch als allererstes mal als MC oder CEO-Präsident registrieren, denn nur so hat das Ganze bei mir funktioniert, während ich eben in einer Organisation Mitglied war, beziehungsweise ich die ganze Organisation geleitet habe. Ob das Ganze auch ohne Organisation funktioniert, kann ich euch nicht zu 100% sagen, deshalb sage ich euch, seid lieber Mitglied in einer Organisation. Und nach einiger kurzer Zeit werdet ihr dann einen Anruf erhalten über euer Ingame-Handy von English Dave, der euch eben bittet, für die DJs keine Musik einen Auftrag zu absolvieren. Insgesamt gibt es hier drei unterschiedliche Aufträge, die auch in unterschiedlichen Reihenfolgen von English Dave euch übertragen werden können. Ich habe als allererstes den Auftrag bekommen, dass ich eben Cracksteine für keine Musik zurückholen soll. Dafür musste ich mich nach Sandy Shores begeben, zu diesem Wohnwagenpark, und dort musste ich dann eben einige Gangster umbringen. Und dann waren es insgesamt 5 Cracksteine, die eben fallen gelassen haben. Und diese Cracksteine musste ich dann eben aufsammeln. Und nachdem ich diese Cracksteine aufgesammelt hatte, musste ich die dann eben zum Flughafen von Los Santos bringen. Und dann eben mit dem Flugzeug nach Cayo Perico reisen, wo eben dort am Beach, am Strand, keine Musik gerade am Auflegen waren. Und denen dort eben dann diese Cracksteine dort vorbeibringen. Und damit war diese erste der drei Missionen von English Dave dann auch schon erfolgreich absolviert. Und nachdem ihr das dann auch gemacht habt, Freunde, kommt jetzt der Teil, der wirklich echt ekelig ist. Und zwar müsst ihr nun echte 8 Stunden warten, bis ihr eben die zweite Mission von English Dave bekommen könnt. Also bis ihr euch dann eben ein zweites Mal anruft. Das Ganze hat mich auch persönlich ein bisschen abgefuckt, weil ich wollte das Ganze, wie gesagt, am 24.12. direkt in einem Durchgang für euch aufnehmen. Und so hat es jetzt insgesamt 3 Tage gedauert, bis ich alle 3 Missionen für euch eben aufnehmen konnte. So, sind jetzt nun echte 8 Stunden vergangen. Dann werdet ihr den zweiten Anruf von English Dave bekommen und in diesem Anruf wird er euch dann eben darum bitten, die zweite Mission für euch anzunehmen. Bei mir war das dann eben die Mission, wo ich für die Musik-DJs keine Musik den Skater-Merchandise zurückholen musste, beziehungsweise den Transporter, in dem der Skater-Merchandise drinne versteckt war. Dafür musste man oder musste ich mich einfach nur zu diesem Transporter begeben. Da waren dann eben einige Charaktere, die mit Baseballschlägern und so weiter bewaffnet waren. Die musste ich halt einfach nur noch fix töten und dann konnte ich auch schon direkt diesen Van stehlen. Dann musste ich noch die Polizei abhängen. Da habe ich einfach Lester für angerufen, damit ich keine Polizeisterne mehr habe, und dann habe ich auch schon den Zielort bekommen. Dieser ist ebenfalls wieder der Flughafen von Los Santos, denn auch diese Skater-Merchandise Dinge hier, die müssen wir auch wieder nach Cayo Perico mit dem Flugzeug zu dem Musik-DJs keine Musik bringen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr auch schon die zweite Mission erfolgreich abgeschlossen und dann kommt wieder der eklige Teil, wieder echte 8 Stunden warten, dass ihr eben dann die dritte und letzte Mission von English Dave bekommen könnt. So, sind jetzt nun 8 weitere echte Stunden vergangen, Freunde. Dann wird durch English Dave
ein letztes Mal für eine weitere letzte Mission anrufen. Bei mir ist die letzte Mission die Pizza-Mission gewesen, wo eben die Musik-DJs keine Musik, eine Pizza wollten. Und diese Mission kann, wie gesagt, auch bei euch schon ganz am Anfang dran kommen. Und nachdem ihr den Anruf angenommen habt, bekommt ihr dann die Anweisung, euch zum Restaurant zu begeben. Und dort werdet ihr dann einen Pizzaboten auf einem Roller vorfinden. Und diesen müsst ihr vom Roller runterschießen, ihr müsst diesen Pizzaboten töten und dann müsst ihr eben den Roller mit der Pizza drauf klauen. Dann bekommt ihr ebenfalls wieder die Meldung, dass ihr euch erneut zum Flughafen von Los Santos begeben sollt, weil, ja, die Musik-DJs keine Musik befinden sich eben immer noch auf Cayo Perico. Die legen dort immer noch am Strand auf und die wollen eben die Pizza und diese müsst ihr dann eben mit dem Flugzeug nach Cayo Perico dann bringen. Und wenn ihr das dann auch erfolgreich gemacht habt, dann habt ihr alle Missionen, die English Dave für euch hatte, erfolgreich abgeschlossen. Ihr erkennt das dann auch unter anderem daran, dass ihr unten links über eurer Minimap eine Auszeichnung erhaltet, eine Platin-Auszeichnung, die sich Kurier nennt. Dafür bekommt ihr auch nochmal 800 RP. Ihr seht das gerade jetzt hier im Hintergrund im Gameplay, wie ich diese Auszeichnung erhalten habe. Und sobald ihr diese Auszeichnung erhalten habt, müsst ihr Cayo Perico wieder verlassen. Ihr geht wieder zurück in eure Lobby, in der ihr ursprünglich drinne wart. Und dann müsst ihr jetzt noch auf einen allerletzten Anruf von English Dave warten. Bei mir hat das Ganze ziemlich lang gedauert, bis dieser letzte Anruf von English Dave kam. Und da wird er sich dann eben in diesem Anruf bei euch bedanken. Und er wird euch dann eben mitteilen, dass er für euch auf der Map eben ein Geschenk hinterlassen hat. Und ihr seht auch gerade im Hintergrund, wo sich das Geschenk, nämlich der V-Evil, bei mir auf der Map befunden hat. Ihr bekommt nicht die Kaufoption des V-Evils im Internet. Nein, ihr findet diesen V-Evil dann auf der Map, könnt dann in den V-Evil einsteigen und dann werdet ihr auch schon direkt gefragt, wo ihr das Fahrzeug in eurer Garage speichern wollt. Dann müsst ihr euch nur noch eine Garage aussuchen und dann ist das Fahrzeug auch schon permanent in eurer Garage abgespeichert und ihr habt das Fahrzeug jetzt nun für immer. Danach könnt ihr einfach hingehen und das Fahrzeug ins Los Santos Customs fahren und es so tunen und aufrüsten, wie ihr es eben gerne haben wollt. Okay, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt das Ganze noch nicht gewusst. Und wenn dem der Fall sein sollte, ja, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden da draußen zu teilen, damit die sich auch den V-Evil kostenlos in GTA Online sichern können. Das Ganze dauert ja nicht wirklich lange. Die Missionen sind ja, weiß ich nicht, innerhalb von 5 Minuten pro Mission abgeschlossen. Das einzig Eklige ist halt eben immer diese 8 Stunden. Nicht in-game 8 Stunden, sondern echte 8 Stunden, die man eben warten muss. Und das kann schon doch ein bisschen Abfuck sein. Vor allem, wenn man sich gerade dran setzt und das Fahrzeug freischalten will, dass man dann wirklich 1-2 Tage insgesamt braucht, bis man den dann eben in der Garage stehen hat. Ja, finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber hey, Freunde, ich bin raus. Heute Abend hören wir uns dann auf jeden Fall im nächsten Livestream wieder. Nach 2 Tagen Pause gibt es dann heute Abend wieder einen Livestream. Ich bin übelst gespannt auf diesen Livestream. Ich freue mich mega auf diesen Livestream. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschalten würdet, wenn ihr mitspielen würdet. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.